So, moin meine lieben Leute, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu diesem Video, zu diesem Jahresabschlussvideo. Wie im letzten Jahr habe ich wieder ein Video vorbereitet mit meinen Lieblingsspielen 2018. Dieses Mal sind es keine Top 10, dafür waren es einfach viel zu viele. Ich glaube, ich habe 20 neue Spiele gespielt dieses Jahr und bin aber bei 15, weil das sprengt sonst hier das Video. Das ist, vor allem muss ich jetzt auch nochmal alles irgendwie raussuchen, laden und hast nicht gesehen. Ja, ich bin mal gespannt, wie euch das gefallen wird. Es gibt, ich glaube, 2 Handy-Games sind mit dabei tatsächlich. Die eine oder andere Überraschung. Ich nehme Videos oder Spiele mit rein, die Episodenspiele sind. Das heißt, letztes Jahr 2017 kam ein Spiel raus, aber es waren Episodenspiele und die letzte Episode kam im März dieses Jahres raus. Das zähle ich mit zu. Da habe ich, glaube ich, 2 oder 3 Spiele von. Ebenso habe ich auch Episodenspiele, die dieses Jahr rausgekommen sind, aber jetzt noch nicht fertig sind, wo gerade mal eine Episode oder 2 Episoden gerade mal rausgekommen sind. Ich hoffe, ihr werdet Spaß haben. Ne? Das wird, wie gesagt, das schöne Abschlussvideo 2018. Also, wir fangen direkt gleich auch an mit der Nummer 15. Wie gesagt, die Nummer 15 geht gleich los. Vorweg noch, mich ärgert das gerade. Jetzt nimmst du echt mal aus dem PC auf und mit meiner tollen Webcam. Und jetzt sieht meine Webcam sowas von scheiße aus. Hier unten fehlt, glaube ich, noch ein Stückchen Bild und so. Gott, ey, sonst reg ich mich immer über das Mikrofon auf. Jetzt bin ich wieder mit meinem Mikrofon zugange. Popschutz habe ich abgenommen. Ich habe normalerweise nur fettes Popschutz hier vorgehabt. Weil das hat mich einfach gestört, wenn ich die Küche aufgenommen habe. Das wird wieder passieren jetzt im Winter. Dann hat mich das Popschutz einfach gestört. Da habe ich einfach nur diesen Windschutz drauf gemacht. Ich finde es besser. Und hört sich auch nicht viel schlechter an. Also, wie gesagt, Webcam scheiße gerade. Die lässt auch nach. Ich brauche eine neue. Und Mikrofon geil. So, pass auf. Wie gesagt, Nummer 15 habe ich gesagt. Nummer 15 geht sofort los. Und Nummer 15 ist bei mir Agony. Ja, Agony. Warum Agony? Ja, warum? Warum überhaupt dieses Spiel? Dieses Spiel ist eigentlich dafür da gewesen, um uns wirklich einen Grusel einzufahren und uns zu ekeln, damit wir das Kotzen kriegen sollen. Weil das richtig widerlich ist. Überall Blut und Knochen und Hölle. Ja, es hat mich geekelt, das Spiel. Es war die Hölle. Und zwar in dem Sinne, es sah scheiße aus. Die Grafik war kacke, die Spielbarkeit war echt scheiße. Ich habe das Spiel nach 10 Folgen abgebrochen. Es hat mir einfach keinen Spaß gemacht. Natürlich war der ein oder andere Highlight natürlich da, mit der Succubus. Ja, die sah natürlich gut. Aber, ja, wie gesagt, ich werde hier nochmal ein paar Bilder raushauen. Ihr könnt eure eigene Meinung dazu bilden und ihr könnt mir in den Kommentaren schreiben, wie ihr das Spiel denn so fandet. Ich fand es nicht gut, deswegen auf Nummer 15. Ich habe es auch nur reingenommen in die Liste. Es sind viele Spiele nicht dabei gewesen. In dieser Liste, einfach nur, damit dieses Spiel einfach mal namentlich erwähnt werden kann. Ja, Nummer 15, Agony, viel Spaß. Guck dich mal an, Alter. Das Baby. Boah, das sind aber auch hässliche Kinder. Ich meine, die haben es ja... Ich glaube, der tut denen eher einen Gefallen. Weiter geht's mit der Nummer 14. Ein Spiel, das ich persönlich nicht gespielt habe, aber mir gerne angeschaut habe. Das hat nämlich die Inka gespielt. Hat sie leider nicht durchgespielt, weil sie ja zeitmäßig, technisch keine Zeit hatte, krank ausgewesen ist, operiert wurde. Es ist Unravel 2. Ein süßes, kleines, niedliches Spiel. Liebevoll gemacht. Der erste Teil war auch bombastisch. Geile Grafik. Liebevoll. Wirklich richtig schön. Geile Story. Leider nur auf, wie gesagt, Platz 14, weil Inka das einfach nicht weitergespielt hat. Ja, Platz 14. Jetzt wird bestimmt der Fisch nochmal wiederkommen. Oh. Ah. Ich glaube, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Oh nein, haben wir ihn jetzt K.O. gehabt. So, Platz 13. Wie versprochen zu den Handy-Games, Android-Games. Und dieses Spiel, da muss ich sagen, ich habe sogar mit den Entwicklern Kontakt. Das ist einer von den Spielen, die in dieser Liste es geschafft haben. 3 Spiele haben die aktuell. Und zwar handelt es sich hierbei um Fias. Fias ist ein Messengers-Spiel, ein Horror-Game. Das heißt, wir werden auf einmal von einer angeschrieben, namens Sophia, die einen Unfall hatte, ihre Familie weg ist, irgendwo im Nirgendwo ist und
immer gruselige Dinge erlebt, also wirklich ein Schaudern passiert. Das Spiel hätte ein bisschen besser sein können, aber man muss überlegen, das war das zweite Spiel des Entwicklers, kostet auch alles Geld. Ich glaube, es hätte auch den Rahmen gesprengt. Das Spiel war super toll, trotzdem leider viel zu wenige Downloads gehabt. Es könnte mehr sein, also ihr könnt es noch downloaden. Fias im App Store erhältlich. Also. Ich weiß nicht, Tolle Tom, ich verstehe das nicht. Doch, das musst du nur aufmachen und dann lesen. Ich denke mal, die Wörter wirst du dann vielleicht doch noch irgendwie zusammenfügen können, dass sich da irgendwie ein Sinn draus ergibt. Also es ist einfach Lesen. Also Lesen habe ich in der ersten Klasse gelernt. Da du beim Militär gewesen bist, denke ich, musstest du da bestimmt das eine oder andere auch mal lesen. Ist gar nicht schwer. Aufmachen und dann eben halt versuchen, aus den Gemalten was Sinnvolles zu ergeben. Manchmal kann man drauf gucken und man weiß schon genau, was da steht. Das ist Lesen. Nee. Oder ist natürlich, dass sie eben halt in einer anderen Sprache geschrieben hat. Und warum... was? Ja, jetzt geht's los. Ha! Und warum nennst du mich Sophia? Warum nennst du mich Sophia? Mein Name ist Dorothea, Dorothea Klein. Oh. Wusste ich nicht, sorry. Nummer 12 erhält ein Episodenspiel. Tatsächlich. Ein Episodenspiel, das letztes Jahr auch hier in dieser Top-10-Liste dabei gewesen ist. Da auch ganz weit oben oder im Mittelfeld zumindest. Eigentlich... Das Hauptspiel ist super toll und niedlich gemacht. Wir reden von der Six. Es geht hier um Little Nightmares. Hierbei Secret of the Moor. Das ist die Erweiterung davon, die DLCs. Und da hatten mir die letzten beiden Episoden nicht so gut gefallen, weil es war einfach nicht mehr. Es wich davon ab. Und es sind da Dinge passiert, die dann einfach. Das Ende war einfach auch kacke, war super enttäuscht und schockierend. Das Gameplay war nicht mehr ganz so klasse, wie es nachher im Hauptspiel gewesen ist. Oder in der ersten Episode, das fand ich natürlich auch mega mit der Granny und so weiter, aber dann hat das so richtig nachgelassen, das Spiel. Folgedessen auf der Nummer 12, Little Nightmares Secret of the Moon. Aber es ist immer noch nicht geklärt, warum, ne? Also warum macht sie das? Warum verwandelt die uns in irgendwelche Wichtel? Guck, geh mal durch die Tür. Geh mal durch die Tür. Ich kann nichts machen. Ach so. Ja, wir sind der gefressen wird. Da oben, der guckt zu. Ja. Die Nummer 11 haben wir hier am Start. Die Nummer 11 hat ein Spiel von mir bekommen, das eigentlich dieses Jahr gar nicht rausgekommen ist, aber dieses Jahr es geschafft hat, von der Early Access Phase in die richtige Vollversion Phase reinzugehen, in die vernünftige Phase, wo das Spiel eigentlich fertig sein soll. Und dieses Jahr gab es das auch für die PS4. Es kam im November raus, die Rede ist von The Forest. The Forest ist ein Hammerspiel, ein Crafting-Spiel. Wir stürzen mit der Maschine, mit dem Flugzeug auf eine einsame Insel ab, denken wir. Und dann wird unser Sohn Timmy von Eingeborenen entführt. Und unsere Aufgabe besteht darin, die Caves zu durchsuchen, also Höhlen durchsuchen, überleben. Wir haben eigentlich nichts und müssen eben halt aus Scheiße Gold machen. Wir müssen uns vor Kannibalen, vor Mutanten wehren. Ja, ein geiles Spiel, geiles Crafting-Spiel. Klasse, top. Finde ich geil. Also suchte ich immer noch, macht auch immer noch Spaß. Ich hätte nicht gedacht, dass es nochmal rausbringt, zumal ich die Early Access Version als PC im Let's Play schon rausgebracht habe. Aber jetzt auf der PlayStation 4 macht das wieder Laune. Ich habe wieder die Liebe da zurückgewonnen und die arbeiten immer noch dran. Also der Anfang war Grafik gar nicht verändert, aber jetzt wird es immer liebevoller, geil gemacht. Also, ja, wie gesagt, Nummer 11. Sei nicht so laut, wack doch nicht deine Eltern auf. Hat er schon. Ach, der ist tot. Aua! Aua! Noch einer? Nee, gut. Jetzt sag ich mal. Oh, süßer. Wie er mit seinen Babys da so fürsorglich da liegt, ne? Also das finde ich schon fast Nummer niedlich. Nummer 10. Wir sind bei der Nummer 10 angekommen. Ich muss mich mal ein bisschen beeilen. Ich muss weniger quatschen, einfach mehr raushauen. Also die Nummer 10 hat auch ein DLC bekommen, das, ich muss lügen, auch im November rausgekommen ist. Und zwar die Rede ist von Dinosauriern, Crafting und Kampf ums Überleben. Es geht hierbei um Ark Extinction. Geiles Spiel, geile neuen Kreaturen mit drin. Macht Spaß. Ich weiß gar nicht, was ich als erstes spielen soll und was ich überhaupt spielen soll. Es gibt einfach viel zu viel, ne? Und bei Ark ist und wie bei The Forest, du kannst dich damit ewig aufhalten. Also, Nummer 10. Partnerbonus, das ist natürlich immer ganz klar. Lass uns doch irgendwo ein Opfertier raussuchen, was wir abknallen jetzt.
Wenn der andere dann auch gleich so direkt mit seinen... Nee, die Kentrosaurus sollten mal die Finger von lassen. Die sind echt arschgefährlich, Alter. Mit denen darf man sich jetzt überhaupt nicht verspaßen. Wow. Das Wasser ist aber mega hübsch. Hier, der ist alleine. Geil, Alter. Das ist der Hammer, Alter. Einfach mal so niedergerotzt, Alter. Weggerotzt. Wie Sau. Lebendes Maschinengewehr. Die Nummer 9, die Top 10 hat es ein Android-Game geschafft. Und zwar von demselben Entwickler wie bei 4As. Es ist 7 tödliche Offenbarungen. Dieses Spiel wurde bei mir ein bisschen gehypt tatsächlich. Also ich habe allein schon durch das Spiel 260 Abonnenten hinzubekommen. Das ist natürlich der absolute Oberhammer. Ich finde es mega geil. Wieder ein Messenger-Spiel. Und zwar geht es darum, dass ein Verrückter uns auserwählt hat, quasi eben halt... ja, es geht um die 7 Todsünden und so weiter. Also ich weiß gar nicht, wie ich habe das mit, da bin ich jetzt gerade völlig unvorbereitet. Es geht um die 7 Todsünden, unsere Freundin ist in Gefahr und die Mädchen aus unserer Klasse oder aus unserer ehemaligen Klasse, die werden einen nach dem anderen ermordet, aufgefunden und wir bekommen die Mordvideos zugeschickt per Messenger. Ja, Nummer 9. Meine Nummer. Mann. Hör mir, quatsch da auf. Du kranker Mistkerl. Verdammt, was willst du denn von mir? Junge, jetzt kommt die Nummer 8, Junge. Viele werden vielleicht wissen, wer das gesagt hat. Junge, komm her, Junge. Lies das, Junge. Ich bin Kratos. God of War hat die Nummer 8 bei mir gekriegt. Sehr geiles Spiel, hat super Spaß gemacht, episch gewesen. Aber ich war ein bisschen enttäuscht. Ich hätte noch mehr größere Kreaturen gerne gehabt und so. Es gab ja diesen toten Riesen, der wieder aufgewacht ist und so. Oder beziehungsweise erweckt worden ist, so als Marionette, als Zombie-Marionette benutzt worden ist beim Endkampf. Die Mythologie der nordischen Mythologie, also die nordische Mythologie, der Hammer. Die Midgard-Schlange am Start. Alles, was ein Spiel zu bieten hat. Ja, es war geil. Es war sehr geil und ich wünsche mir mehr von den Spielen oder mehr Spiele in der nordischen Mythologie. Es war ein tolles Spiel. Ja, die Nummer 8. Das ist mein Wikinger, Alter. Ich dachte, du wärst größer. Aber du bist Floki. Aber mein Kopf größer ist der schon als weit er. Weit weg von zu Hause, oder? Was willst du? Oh, du kennst die Antwort darauf doch bereits. Was immer du auch suchst, ich hab es nicht. Du solltest gehen. Und ich glaubte, dass euer Volk so aufgeklärt wäre. So viel besser als wir. So viel schlauer. Und doch versteckst du dich hier draußen im Wald. Wie ein Feig. Diesen Kampf willst du nicht. Oh. Oh doch, ich denke schon. Irgendwie habe ich da ein ganz mieses Gefühl. Ich glaube auch. Ich glaube irgendwie nicht, dass er allein ist. Ich glaube nicht, dass er so schwach ist. Du musst mich schon töten, damit das passiert. Ich hab dich gewarnt. Endlich.